Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir sind jetzt zurück am Start. Servus. Hallo, halli. So. Da sind wir wieder und letzte Aufnahmesession haben wir uns so langsam mal an die Hochhäuser gesetzt. Ihr seht schon, da sind ein paar entstanden um den Park herum. Und da machen wir jetzt weiter. Ne, wir haben ja, ich weiß nicht, du warst wo? Stadterweiterung und ich weiß nicht, ob noch was anderes war. Genau, ein Besa. Wegen den Eintopf und das andere war Hibiskustee. Genau. So, Hochhäuser. Wir haben jetzt ja zwei Kaufhäuser auch schon mal gebaut. Jetzt haben wir ja was Neues dazu bekommen. Kaugummi. Und hier hinten sehen wir schon Cellulit, also ich glaube, das ist der Kunststoff, plus Kekse. Die werden dann etwas später kommen. Die brauchen wir auch. Also ich würde zu generell erstmal nochmal 8 Hochhäuser ausbauen, damit wir auch das hier freigeschaltet haben. Damit ich auch dafür schon mal dann anfangen kann zu bauen. So, das heißt aber, ich muss noch ein paar Hochhäuser auf Stufe 2 machen. Das ist aber gar kein Problem. Wir haben ja mittlerweile so viele hier gebaut. Da kann man mal ein paar nehmen. Hinten ist noch einer, den ich gerne ausbauen kann. Hier. Wie viel brauche ich noch? Ein Hochhaus, gar kein Problem. Zack. So, Cognac ist uns erstmal egal. Geht auch noch gar nicht. Jetzt erstmal den anderen Stuff. Kaugummi. Brauche ich logischerweise Gummi für. Lassen wir auch im großen Stile zur Industrieinsel transportieren, ne? Ich glaube ja. Ist auch eigentlich total irrelevant, sehe ich gerade, weil ich keine Kaugummi nur in der neuen Welt bauen. Aha. Na, das ist ja ungünstig. Cellulit kann ich auch nur in der neuen Welt anbauen. Kekse kann ich hier anbauen, aber dafür brauche ich noch Zitrusfrüchte. Okay, das heißt, es ist eigentlich ein fast nur neue Welt-Ding. Na, dann gehen wir mal rüber. Wir schauen mal. Wie Sie sehen, haben wir beide was davon. So. Moment mal. Wo ist denn das jetzt? Ach da, Zellulit-Kaugummi, da habe ich es, ja. Okay, das heißt, wir brauchen ja sowieso eine Insel mit den ganzen Baumplantagen. Da haben wir diese hier schon auserkoren für. Und ich würde sagen, wofür Ethanol ist jetzt gerade irrelevant. Das wäre natürlich wahnsinnig gut gewesen, wäre hier nochmal ein bisschen Bambus oder Zucker drauf gewesen oder auch Kaugummi. Aber gut, generell Kautschuk, aber ist hier leider nicht. Wäre wichtig gewesen. Aber hier ist das drauf. Aber auch die Orchideen, die wir brauchen. Aber wenn ich diese Insel von Silver umbaue mit Orchideen, ein bisschen Kautschuk und mit dem anderen Stuff, also mit dann Zuckerrohr, dann kann ich auf dieser Insel komplett Kaugummi bauen und nochmal ein paar Plantagen. Das heißt, die Insel von Silver brauche ich jetzt. Tatsächlich. Weil das wird, glaube ich, am meisten Sinn ergeben. Jetzt, auf jeden Fall. Unsere Flotte befindet sich wo? Hier. Kannst du kurz schauen? Jo. In der neuen alten Welt. Na, I see. Da haben wir einen Turm. Der schafft eigentlich ein Linienschiff. Schafft er locker. Ja, dann machen wir nix. Ja, aber das tut halt weh, ne? Da macht er jetzt bestimmt unsere Ölvorräte kaputt und so, Alter. Übrigens, ich sehe gerade, lassen wir eigentlich Öl wegtransportieren von der alten Weltinsel? Ich glaube, das brauchen wir doch selber da. Ach, die brauchen wir. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich schau mal kurz. Alte Welt müsste ja hier sein. Doch, lassen wir wegliefern, aber nur von einem Schiff, deswegen ist das dann mal voll. Da würde ich gerne noch ein neues dazu holen. Noch geht's, noch haben wir ein bisschen Einfluss. Ja, muss ich erstmal, genau, muss ich ja erstmal leider eins bauen, haben wir noch nicht fertig. Zack. So. Auf die Station! Genau, da sind wieder ein paar Kriegsschiffe fertig. Ihr fahrt auch schon mal in die neue Welt rüber. Weil so langsam beginnt natürlich auch unser Ziel, oder eher gesagt unsere Aufgabe, Silver auszulöschen. Mhm. Aufgabe beginnt. Sag mal, hatte ich nicht noch ein Luftschiff hier? Das ist anscheinend kaputt, auch gut.
Dann brauchen wir eigentlich mal wieder ein neues, ne? Jetzt ja weniger, als ich dachte. Heißt aber auch natürlich, dass ich jetzt gerade, ja, jetzt nicht viel machen kann bezüglich der Hochhäuser. Weil ich brauche diese Insel unbedingt. Weil dann kann ich auch hier dieses Kampfer anbauen. Für Kaugummi war das, glaube ich, auch noch wichtig. Noch was fix? Ne, das war nicht hier. Hier ist das. Ah, für die Chemiefabrik. Aber warte mal. Da machen wir das so. Die bauen wir alles für Parfüm und Kaugummi an. Und auf der Insel, weil hier haben wir ja Baumwollfruchtbarkeit, dann bauen wir hier Zellulit an, weil hier können wir auch Ethanol anbauen. Das klingt gut. Dann machen wir das hier. Die Insel haben wir schon, dann kann ich auch schon mal anfangen zu bauen. Dafür brauche ich am besten aber noch mehr Rohstoffe, früher oder später. Ich bin ein bisschen verwirrt hier. Du hast Schiffe mit Eisen rübergeschickt. Sollten, wo sollten die landen? Kannst du verteilen, wie du möchtest, glaube ich. Okay. Hier ist auch noch ein bisschen was. Eigentlich nur zu Manola, um da ein bisschen was aufzufüllen, aber kannst du dir einfach haben. Schiff vom Stapel gelaufen. So, und ihr nehmt bitte auch mal ein bisschen Stuff mit, bitte. Am besten, was habe ich hier? Ah, ich habe hier noch alles auf der Insel, dann füllt ihr mal bitte beides voll. Hey. Grundrohstoffe wie Holz und Ziegelsteine haben wir hier en masse. Neue Befehle? Öl hatten wir hier sowieso nicht. Das ist ja egal. Aber auf der Insel brauchen wir Plantagen. Ja, habe dafür extra. Nee, Öl dahin liefern auf jeden Fall nicht. Nicht nur nicht für ein, zwei Farmen da. Das lohnt sich nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. So, wir haben nochmal eine neue Riege an Frachtschiffen gebaut. Mehr Druck im Kessel. Schiff unter Beschuss. Warum das denn, Alter? Was soll das? Schiff unter Beschuss. Wo denn? Ah, fuck, alter Arktis. Da ist wieder ein Schiff vom Stapel, was nervt. Ja, ich werde mich... Ja, ich kann mich darum nicht so ganz kümmern. Das ist immer so das Problem. Warum? Weil der greift halt die Luftschiffe an, die halt eh wieder rausfliegen, weißt du? Wegen dem Gas. Verstehe. Ah, der zieht hinten seine Runden. Ich versuche den mal anzugreifen. Dazu fliegt ihr erstmal bitte nach da. Hallo? Verflixte arktische Sommer. Es gibt kaum hier. Es ist nicht besonders. 20 Taschenuhren, Alter. Ich schicke jetzt keine 20 Taschenuhren rüber. Ich glaube, es hackt. So, hier sind noch zwei Luftkriegsschiffe. Wohin man auch blickt. So, neue Welt. Dann wird jetzt gebaut. Wir haben einen Plan. Generell, die Insel von uns in der neuen Welt war ja noch nie fertig. Die war ja schon die ganze Zeit irgendwie angebaut, aber hier wurde nicht wirklich was gemacht. Hier wurde nur ein bisschen Goldminen angebaut. Damit wir darauf zugreifen können. So, das heißt, dann bauen wir erstmal den Hafen um. Ne, ihr wisst, wenn, dann machen wir es gleich ganz richtig. Keine halben Sachen. So, passt perfekt. Wunderbar. Oh, das passt ja auch perfekt. Doch gerade so in die Lücke hier rein. Sehr schön. Ein Träumchen. Genau. Anlegestellen werde ich eine, glaube ich, reicht. Ja, wobei, wenn hier Plantagen noch ein paar hinkommen, könnte das schon zu Stau führen. Ja, ich glaube, ich baue dann zwei Stück. Das war dann okay. Zack. Dann gerne hier eine und... Ach komm, warum nicht auch hier eine? Wird mal Zeit, dass der Hafen hier schick gemacht wird, sage ich mal. So, zack. Da können wir gerne direkt zumachen. Können wir auch direkt einmal, wo bist du? Hier. Der passt hier, finde ich, am besten hin. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Das sieht hier auch sehr verheißungsvoll aus. Sehr gut. Okay, zack.
Aber in der neuen Welt waren wir etwas länger nicht mehr. Wir haben ja vor vielen Folgen mal bei den Artistas ordentlich hier gebaut, aber das ist auch schon etwas her wieder. Deswegen hatten wir auch gerade eben auch so diesen Mangel vor ein paar Folgen bei dem Kaffee, weil wir halt auch lange einfach nicht mehr hier waren, lange nicht mehr geschaut haben, so. Gab auch nichts mehr zu tun hier in der neuen Welt, ne? Wir haben alles ausgebaut, was ging. Also soweit zu dem Zeitpunkt, wir wollten uns dann noch anderen Aufgaben widmen. Hallo? Hi. So, ein kurzer Cut einmal drin, ne? Da hier hat das Spiel gerade Probleme gemacht, warum auch immer. Aber gar kein Problem. Ja, warum fährt das Ding denn bei Silber aber sowas von dran vorbei? Das ist die, die immer da vorbeifahren. Aber mittlerweile sind da halt Geschütztürme auch, ne? Ja. Könnte jetzt langsam gefährlich werden. Stillgestanden. So, unsere Flotte muss ich einmal rüber manövrieren. Aber jetzt kann ich dich in die neue Welt schicken, ne? Ohne dass du bei Silver nochmal vorbeifährst, ne? Ich glaube ja, hier sind ja die Türme eher in dieser kleinen Kuhle drin, ne? Also da glaube ich jetzt nicht, dass das trifft. Ja, da fahren sie. So, das passt schon. Sehr schön. Ihre Majestät speist das König. Sehr schön, sehr schön. So, dann können wir wieder in die neue Welt rüber. Weiter geht's. Mehr Druck im Kessel. Der ist nicht ganz leer, aber ist egal. Direkt wieder zurück zur Hauptinsel, neuen Stuff holen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel wir hier brauchen werden. Werden wir dann im Laufe der Zeit dann sehen. Aber besser jetzt ja haben als brauchen. So. Ja, dann einmal so. Den Lufthafen können wir gerne mal hier runterholen. Ist gar kein Problem. Wobei direkt hier so vorne hin. Ah, I don't know. Kann da auch meinetwegen ein bisschen mit dem Landesinnere sein. Dinge wird aber schon Sinn ergeben, wenn der nah hier unten ist, ne? Muss ich ja sagen. Na gut, komm. Was soll das? Ja, theoretisch brauche ich den Ort hier gar nicht, ne? Lufthafenmodule. Post brauche ich hier nicht, weil hier keine Einwohner sein werden. Item Terminal kann man mal aus Jux bauen. Dank der Entwicklung des Lufttransports können Items und Spezialisten nun ganz einfach über Inseln und Regionen hinweg transportiert werden, sodass sie überall dort zugänglich sind, wo sie gebraucht werden. Wählen Sie das Item Terminal aus, um eine Übersicht über die Items anzuzeigen, die Sie inzwischen Ihren Inseln teilen. Ja, danke nochmal für die kleine Erklärung. So. Können wir nämlich hier auch nochmal ein bisschen was machen. Wo war das? Hier. Hier. Können wir nämlich nochmal hier ein bisschen was machen. So, warum denn nicht? Ah, das ist ein ganzes Restaurant direkt. Ich dachte, das ist auch so ein Unterstand. Ne, dann machen wir dann am besten so. So. Ah, ist jetzt nicht symmetrisch. Hier fällt mir natürlich wieder nicht. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr Hafen wird angegriffen. Das ist ja wohl ein schlechter Witz jetzt. Keine Zeit. So, wo ist das? Schiff unter Beschuss. Alte Welt, gleiches Schiff, gleicher Hafen. Ist ja zum Glück gar nicht anstrengend. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Wo vielleicht? Na, wobei, dann wenn lieber so. So hätte ich jetzt gesagt. Aber diesen erdigen Untergrund, den kriegst du hier ja gar nicht hin in dem Spiel. Höchstens durch die Wege hier. So. Aber diesen Untergrund gibt's nicht. Ey, schade. Dann muss ich das so machen, geht ja nicht anders. So Eisenvorkommen. Brauchen wir... Schiff unter Beschuss. So, hier ist ein Eisenvorkommen und ich kann es nur so anbauen. Auch gut. Mal erstmal auf Pause dann. Wo ist denn jetzt Schiff unter Beschuss? Ah, wieder Arktis. Ich habe doch da unten die Luftschiffe hingeschickt. Gucken, ob ich das eine da unten erwischen kann, wenn es da gleich nochmal ist. Sind gerade viele Kriegsluftschiffe unterwegs. Wo seid die anderen beiden? Hier. Wo ist das gegnerische Luftschiff? Hier oben. Flotte bereit zum Feuern. Dann greift's mal an.
Die Kollegen sind wieder da. Sehr gut, dann können wir die mal wieder vollfüllen. Zack. Schiff unter Beschuss. Das nehmen wir einmal mit, aber das reicht schon. Nochmal mit Holz vollfüllen und du kriegst auch nochmal ein bisschen Stahl mit. Druck im Kessel. So. Schiff unter Beschuss. Laufen Koordinaten ab. Sag mal. Ja, genau, das Schiff da jetzt weg, bitte, Alter. Macht das weg. Ihr seid 2 gegen 1. Das schafft ihr ja wohl. Kommt man ja gar nicht zum Bauen. Wo bist denn du eigentlich gerade bei? Bist Stadt immer noch Ausbau. An Stadt. Immer noch am Stadtausbau. Ja, Stadtausbau und jetzt packe ich mal 2000 Ingenieure in das Forschungszentrum. Das klingt. Hast du schon eine Idee, was du erforschen möchtest? Naja, das, was wir gerade erforschen, halt, geht ja nur einen Tick schneller. Ja, da touché, das stimmt, das stimmt. Da kann ich wohl nicht gegen viel sagen, das stimmt voll und ganz. So. Schiff unter Beschuss. Mann, ja, das ergibt keinen Sinn. Schiff das unter Beschuss. Groß. Hm. Man könnte natürlich jetzt wieder sagen. Ja, nee, Schachtisch passt hier natürlich von der Logik gar nicht erst hin. Guck mal hier, weißt du was? Ach, der ist natürlich zu. Dann nehmen wir den hier. Aber ein ganz kleiner Brunnen. Oder weißt du noch besser? Ein kleiner Pavillon. Für die Besucher oder so, je nachdem. Wobei ich jetzt nicht wüsste, warum man hier besuchen sollte, aber gut. So. Wunderbar. Dann nochmal ein bisschen den Hafen hier gestaltet. Sehr gut. Sie hatten ihren Spaß. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier auch die Straßen so alles mal aufreißen. Das heißt, die Goldminen sind vielleicht kurzfristig nicht erreichbar. Und dann fangen wir mal an. Zellulit und Ethanol. Ethanol wird, glaube ich, sowieso etwas später auch nochmal wichtig werden. Das heißt, wenn wir das in ein bisschen größerem Stil haben, wäre nicht schlecht. Genau, vor allem bei der Kaffeeinsel haben wir ja schon mal ein bisschen Ethanol angebaut. Aber ich sag mal so, ich sehe gerade auf der Kaffeeinsel ist... Kaffee gerade voll. Okay, das heißt, wir brauchen aber nur mehr Schiffe. Ich brauche gerne noch mal ein paar hier Lager kurz. Der Kaffee steigt auf jeden Fall wieder. Wir haben wieder 2000 auf der Hauptinsel. Das ist sehr gut, aber ist halt scheiße, wenn das keinen abholt. Ja. Ich kümmere mich um ein bisschen Einfluss und dann um ein paar Schiffe. Okay, folgendes. Das heißt, wo ist das Steinschiff? Du kommst mal bitte doch hierher. Ich brauch deinen Stein. Ich brauch den Stein. Ich hab keins mehr. Insel hier. Können wir dann schon mal rein integrieren, indem wir das schon mal direkt dekorieren hier. Müssen wir gleich nur noch ausbauen. Ist ja auch was Feines. Mich wundert aber generell, dass ich so wenig Lager gebaut habe. Ich dachte eigentlich, ich hab mehr, aber gut. Hier ist noch so wahnsinnig viel Platz gerade gewesen. Nun gut, nun gut. So. Damit der Kaffee auch nicht unnötig jetzt gerade nicht produziert wird. Aber definitiv klingt das nach mehr Schiffen, ja. Am besten so 2 mehr dürfte vielleicht erstmal am Anfang reichen. Ja, ich schicke erstmal 1 los. Eine seltsame Art von Herrscher, der sein Volk... Oh. Dann erstmal Ethanol ballern. Also Mais haben wir ja hier. Das ist ja eine Minute, 30 Sekunden. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit Maisfarmen an. Ein kleinen Landstrich hier noch. Der Platz ist das ja leider Gottes nicht mehr. Ja, auf der Insel ist ein bisschen kritisch bezüglich Platz. Hier ist nicht so viel Platz auf der Insel. Es sind sehr, sehr viele Flüsse. Das ist halt etwas ungünstig. So, und wie gesagt, mit den Straßen muss ich gleich sowieso gucken, wie wir das regeln. Weil guck mal, selbst so, die Maisfelder nehmen jetzt schon wahnsinnig viel Platz weg, obwohl die nicht mal irgendwie Traktoren dran haben. Das ist halt echt krass. Das heißt, das reißen wir ab. Die Straße muss dementsprechend woanders langlaufen. Aber sie muss irgendwo lang. Hier?
Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Erstmal so. Ach fuck, jetzt habe ich es gelöscht. Mist. So, bitte. Unaussprechliche Schrecken erwarten. Das müsste vom Platz her hoffentlich reichen. Vor allem, wir können auch hier oben noch in diese Kuhle rein. Ich hoffe, ich drücke mal die... Eigentlich, das müsste reichen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Das reicht aber mehr als nur deutlich. Sehr schön. Theoretisch können wir den Weg sogar hier nochmal angleichen. So irgendwie, wisst ihr? Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Machen wir es mal so. So, da haben wir erstmal zweimal Mais. Das wird natürlich noch nicht ansatzweise reich, deswegen machen wir mal mehr Mais. In weiser Voraussicht. Dum, dum, dum. Musik geht wieder steil, I like. Schiff unter Beschuss. Dann like ich nicht. Hier oben haben wir sehr viel Platz, sehe ich gerade. Ne? Da können wir ordentlich Maisfarm nochmal ransetzen. Das ist gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann hier mal einen Weg reingehen lassen. Ja doch. Machen wir mal hier eine Maisfarm hin. Und hier. Dann einmal die ganzen Maisfelder wieder löschen. Und dann planen wir sie nochmal von Grund auf. Natürlich gucken wir erstmal, dass wir hier unten alles dicht machen. So. So. Oh ja, sehr schön. Sehr satisfying. Alles schön zu machen, ja. So, dann nochmal zwei bitte einmal. Ja, ist jetzt ein bisschen kritisch, langsam. Ja, wobei hier oben kann ich wieder neue Felder hinsetzen, ne? Ja, komm, können wir dann machen. Ich habe wieder das Lagerhaus vergessen. Es kann nicht wahr sein. Das passt. Ja, wobei, das passt ja hier noch hin. Perfekt, na dann. Ne, warte, das war jetzt nicht richtig. Moment, warum habe ich jetzt hier keine Felder drin, ist die Frage. Eisendreck. Sonst machen wir das anders, komm. Machen wir das einfach so, komm. Passt schon. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut. Dann haben wir, wie gesagt, ein Lagerhaus. Zack, zack. Schiff vom Stapel gelaufen. So, zwei neue Kriegsluftschiffe, weil in der Cap Chelonie mittlerweile nur noch ein einziges ist und da die ganze Zeit immer ein Kriegsluftschiff von Silver rumfährt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Bin da und hol euch das gleich. So. Wir sind hier oben. Ich weiß gar nicht, ob die das Schiff jetzt zerstört haben. Ich hoffe einfach mal.